So, und hier sind wir wieder zu Minecraft All the Mods to Plus im Nether. Wenn das Portal fertig ist. Wir müssen uns jetzt einen Ghast fangen. Und ein paar Nether-Skelette killen, damit wir noch einen Evil Drop kriegen. Also Wither-Skelette, besser gesagt. Das Cursed Lasso tun wir mal darunter. Ich Kann ja frage nicht mich, was weiter der gehen. Unterschied ist zwischen einem Golden Lasso und einem Cursed Lasso. Da ist eine Fledermaus, oh Gott. Außer, dass es verflucht Wie ist. benutze ich das? Ja, mit Rechtsklick auf die Fledermaus. Rechtsklick? Da kommt nur mein Schild. Warte, ich rüste das Schild mal ab. Also muss schon wirklich Das ist genau die. den Entity treffen. Na, das stellst du dir jetzt aber leicht vor. Also wenn Es kommt du auch noch ein oben Zombie drauf. siehst, dass es eine Fledermaus ist, dann kannst du es auch anklicken. Ein Cyber-Zombie, der war zum Glück One-Hit-Kill. Wenn ich sehe, dass es eine Fledermaus ist, kann ich ihn anklicken, okay? Ja, wenn das oben halt Und steht. hier sind auf einmal vier Stück, also es stand dort. Also ich sehe das Symbol. Linksklick, rechtsklick, Rechtsklick. alles. Vielleicht muss auch shiften dabei, weiß ich jetzt nicht. Es sind vier Fledermäuse, das wird irgendwann schon hinhauen. Nehme ich mal an. Ich habe was aus dem Cyberware-Mod bekommen bei dem Kill. Okay. Ah! Bingo! Ist jetzt eine drin? Okay, eins habe ich Dann jetzt. musst du nur den anderen füllen. Ich muss Ghasts finden. Bingo! Okay, Job erledigt. Also rüste dein Schild ab, mit geht's ja nicht. Ach echt? Ja, ist ja nur das Schild. Ah, nee, es sah so aus, als würde es funktionieren, auch mit Schild. Oh, da hast du etwa schon einen. Es geht aber schneller. Nein, ich habe versucht, das andere aufzuheben. Da stand aber, er hat zu viel HP. Wusste nicht, dass das eine Was? Blockade sein kann für diese Dinger. Aber wohl anscheinend. Oh, Mist. Ach, Gegner. Ich versuche jetzt noch ein paar Wither-Skelette zu klatschen, weil ich brauche halt noch ein Cursed Lasso und dafür brauche ich noch einen Evil Drop. Also brauche ich Wither-Skelette und Ghasts sind bislang keine gespawnt. Zumindest höre ich keinen rumschreien. Kennt man ja, wenn die rumschreien. Oh ja, das kennt jeder. Okay, da hinten ist ein Wither-Skelett. Mal schauen, wie ich da zum schnellsten hinkomme. Indem ich einfach hier ein bisschen die Wand einreiß. Kann ich hier aufs Dach. Und in Ruhe darüber latschen. Oder das Runtergehen könnte etwas schwer sein. Alles klar. Irgendwie waren hier mehr Wither-Skelette, als ich es gedacht habe. Warum ist mein Inventar denn jetzt voll? Ach so, weil die so viel Scheiße droppen. Tun sie halt echt. Ich habe, glaube ich, einen Drop of Evil. Ja, genau. Zusammencraften mit meinem Lasso. Cursed Lasso. Oh, oh geil, noch ein Wither-Skull. Au. Okay, jetzt würde ich gerne irgendwas essen. Nehmen wir Brot. Danach trinken wir einen Kortensaft.
Hauptsache, dann läuft aus dem Skelett rum. Gut, jetzt gehe ich mal wieder da runter, wo ich gerade hochgekommen bin. Mehr will ich von denen nämlich gar nicht. Kam ich von hier? Ah, Map sagt nein. Map sagt... Ja. Yeah. Da kommt man doch hier auch zur Plattform. Das ist doof, da ist genau die Linie drauf. Aber doch, ich glaube, das geht. Brauchst Unterstützung? Ich brauche einen Gast. Da kann ich dir nicht ganz so gut helfen. Wird schon irgendwann einer auftauchen. Ich weiß nicht, ich sehe nur Blazes. Mir auf den Sack gehen. Warte mal, was von dem ganzen Zeug brauche ich nicht mehr. Das kann ich dann eigentlich alles gleich in den Enderpot schmeißen. Das. Bringen wir da runter, den Zauber rein. Drücken wir den Sortier-Button. Auch wenn unser Spiel dann Eva crasht. Mega crasht. Mega crasht, weil mega laggt. Mega Crash wäre doof. Nicht, dann merke ich davon nichts. Naja, du kannst dich das auch kann nur nicht dann lecken, bewegen. Wenn du dich bewegst. Ich glaube, wird selig. Also ich merke nichts von einem Lag. Die Fackel ist noch animiert. So. Generiere ruhig noch ein bisschen Nether. Generiere, ich laufe ja nur im Gebiet rum, der ist schon längst da war, aber gut. Woher willst du denn das wissen? Hast du ja eine funktionierende Karte? Ja. Seit wann laufen hier Spinnen rum? Ja, ja, kommen diese kleinen süßen Geister, die sich dann die Natura. Seit wann laufen die hier rum? Natura hat eigene Spinnen in der Hölle? Interessant. Wir sollten echt mal gucken, ob es im Nest irgendwas Neues gibt seit, naja, den letzten 10 Updates. Lammstring. Oh ja, wenn du ein Ghostbow, Woodbow, ein Bloodwoodbow, ein Darkwoodbow oder ein Fusewoodbow haben willst. Klingt interessant. Das sind alles Nesserholz-Sorten. Achso. Aber ich habe schon einen Bogen. Kann ich die Enchantments einfach tauschen? Dann ja. Erinnert der schöne Ausschau. Wusste gar nicht, dass man den Bogen... Ich bin mir nicht 100% sicher, ich glaube, ich kriege das sogar hin. Wusste nicht, dass der in verschiedenen Holzsorten anders ausschaut. Das liegt auch nur daran, weil es dieser Netherbogen ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der ein Special hat oder so. Ob der mal ATK Angriffsschaden hat, I don't know. Das wäre doch epic. Ich dachte, du kennst dich mit allem aus. Machst Mod-Vorstellungen auf deinem Kanal. Bin ich so der Bogen-Fan? Also ist der Bogen von Towncraft besser als der Vanilla-Bogen. Das ist die beste Waffe in Minecraft. Habe ich mich denn hier lang gegraben? Es gibt keine bessere Waffe als ein Bogen. Das ist dir ja bewusst, nehme ich mal an. Ach. Nee, hier ist doof. Das ist noch viel dürferer, weil hier immer noch Höhle ist. Klasse, ja. Plural von doof. Ich weiß. So. Das Geilste an diesen Strings ist, die sind nur für diese Bögen da. Du hast eigene Strings, okay. Ja, was glaubst du, was diese Spinne gedroppt hat? Na, Spezialstrings. Na, ich kann mich ja mal mit Bögen beschäftigen.
Kannst ja alle einmal bauen und gucken, welche Holzsorte am besten ist. Oder du schaust auf der Wiki, welche Holzsorte am besten ist, falls das da einen Unterschied gibt. Na, wenn dann das. Wer arbeitet denn heutzutage noch so, dass er alles selber baut und die Ressourcen nutzt und dann selber testet, was stärker ist? Nein, man hat einen Mod, der einem den Schadenswert anzeigt. Nein, man hat ein Wiki, wo alles steht. Ah! Keiner spielt mehr normal. Scheiß Lava. Yes. Ich würde da gerne Ach wissen, so, wo zur nur Hölle Lava. ich mich gerade langgrabe. Ich will wieder die Oberfläche. Bin ich hier in einem Kannst du Berg nicht oder einfach die so? Oberfläche? Die ist bewusst, dass ganz oben Bedrock ist. Oder irre ich mich da? Du verstehst aber nicht, was ich als Ich kann nicht. Oberfläche meine oder verstehe. Okay, ich glaube. Nun, ein Himmel wirst du dort nicht sehen, wenn das deine Oberfläche ist. Das war eng. Immer sagen, es ist sehr gefährlich, hier Massen von Blöcken abzubauen. Weil man immer gerne Lava findet. Wie wir alle wissen, ist Lava nicht unser Freund. Es gibt Vanillatränke, die einem da aushelfen würden. Wir haben nicht einmal eine Braustation. Dann bau eine. Viel Spaß dabei. Ich wüsste nicht, wo ich die hinstellen soll bislang. Das Erdgeschoss ist doch noch leer. Vielleicht passende spezifische Räume. Wozu? Wie kann der das denn nicht Ich auf dachte immer, du scheißegal willst sein? ein großes Haus bauen mit nur einem Stockwerk, wo alles ist. Was? Nein. Wirklich nicht. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Sag mal, wann komme ich denn wieder nach draußen? Hast doch eine funktionierende Karte, nicht wahr? Ja, schön, ich sehe, wo mein Homepunkt ist, aber das sagt mir trotzdem nicht aus, warum ich jetzt hier in lauter Steinen bin und nicht mehr an dieser Oberfläche, wo ich vorhin rumgelaufen bin. Oh, geil, die Blöcke sind gar nicht wirklich weg. Oh, Oberfläche, ja. Irgendwann musstest du herausfinden. So, jetzt haben wir zumindest ein paar mehr Nessersteine. Freut mich zu Wenn hören. ich nicht von ausgehe, dass wir die alle brauchen. Nach Blazes. Warum spawnt ihr hier überall? Welcher Mod sorgt dafür, dass Blazes auch hier spawnen? Es ist ja schlimm. Die spawnen nicht umsonst nur in dem Biom. Eigentlich. Wirklich? Ja, die Entwickler hatten schon einen Sinn dabei, das so einzustellen. Aua, fuck. Die sind auch nur so scheiße Dachte ich schon zielsicher. mal. So, ich hab doch irgendwo mich reingegraben mal. War das hier? Hab mich irgendwo hochgegraben. Such Nein, einfach nach hier dem geht's nicht nächsten hoch. größeren 5x5 Block. Loch. Nein, ich hab mich damals ganz früher irgendwo hier hochgegraben. Da ist noch keiner. Oh, ein Gas. Das ist gut, aber hier sind gerade echt viele Gegner. Was scheiße ist. So, Spinnen sind ziemlich schlimm. Von ihrer Art her, wie sie sich verhalten. Ah, hier ist das Loch. Oder? Hier ist zumindest ein gerader Weg. Pfeil und Wo Bogen. ich mich erstmal sicher reinstelle. Für was brauche ich denn Pfeil und Bogen? Kannst ja echt aufregen. Na, du kannst damit alles töten. Aus Nein, dem kann ich Bogen nicht. Ich brauche muss wird alles zielen. geerdet. Ich muss ziehen und in der Zeit bringen die mich um, in der ich ziehe. Und du hast mega Knockback. Nee, da müsstest du Schlag Und drauf da meine haben. Schwertangriffe irgendwie nie treffen oder Schaden anrichten, gehe ich lieber weit weg, renne weg und schieße Pfeile. Ah, alles klar, wo kommt jetzt auf einmal diese Lava hierher? Hier ist ein Gast ausgekotzt. Das denke ich mir gerade auch, weil vorher war die nicht da. Alter! Hilfe! Ernst gemeint. Aha! Nein! Sicher, der Gast wird dir helfen. Oh, Das Gastfreundliche. da hat man die Overrüstung und Feuer fickt einen immer noch weg. Fucking Feuer.
Baguette. Hast du mal überlegen, eine Rüstung nur für ein Netzer zu machen? Feuerschutz auf 1000. Aber das wäre auch nicht optimal, glaube ich. So, Kokosnussmehl. Ach, jetzt will so ein scheiß Schweinezombie hier rein. Fick dich. Warum greifst du mich überhaupt an? Was für ein Ding? Feuer und Explosion sind doch die beiden besten Verzauberungen da unten. Naja, es gibt auch mehr als genug Gegner, die ich einfach nur so schlagen. Ach, warum sind hier wieder Blöcke weggeglitscht? Fucking Gast. Jetzt reicht's mir, wo bist du? Da oben. Warum bist du so weit oben? Komm weiter runter. Ich muss dich rechts klicken können. Das geht in 10 Meter Höhe nicht. Au! Ja, jetzt schießt von da hinten ein Lohn auf mich. Ach, diese Scheißviecher, warum fliegt der immer weiter hoch? Schneid ihm den Fluchtweg ab. Ja, wie denn? Der fliegt einfach immer weiter nach oben. Na, bau einfach die Decke zu. Das geht nicht! Die Decke ist zu, aber er ist viel zu weit oben. Keine Blockkanone. Sag mal, bist du bescheuert? Kleben dann oben. Seltener. Ach, das ist der da. Au. Du und deine kleinen Nässe. Scheiß Dreck. Schau mir den Part dann an. Aus deinem. Au! Bestimmt spannend. Immerhin scheiß du mindestens 10 Mal auf und musst mir gerade einen Counter einfügen. Weißt du, ich grab die Wand auf, so ist genau an der Stelle, natürlich genau an der Stelle Lava. Ich hab mal eine Frage. Zum Thema Fuba. Was denn? Mein Gott. Du, wenn du gereizt bist, hör auf, mich weiter zu reizen. Du hast doch Parts gar nicht hochgeladen, in denen du es nicht zum nächsten Checkpoint geschafft hast, richtig? Welche? Es gibt keine Parts, die ich nicht zum nächsten Checkpoint geschafft habe. Wirklich? Bin mir sicher, vor 2, 3 Monaten hast du mal erwähnt, dass wenn du aufnimmst und kommst nicht voran, dann wirfst du das weg. Also ist auf YouTube quasi nur das zu sehen, wenn du es tatsächlich mal weitergeschafft hast. Das ist ja doof, dann fehlen ja ganz viele tolle Tode. Ja. Wäre, als wenn ich auch immer so oft verreckt wäre. Was glaubst du denn, wie oft du bisher in Fuba gestorben bist? Keine Ahnung, das will ich nicht mitzählen. Schätz einfach mal. Ich kann nicht schätzen! Du kannst doch nicht so schlecht in Schätzen sein. Doch, natürlich. So. Und dieser okay, Seelensandboden hier geben mir auch ganz schön auf den Sack. Also, 8 Parts Fuba sind bisher oben. Und in 8 Parts Fuba. Wer dauert jetzt eine Sekunde, bis das wäre, oder kann ich dir sagen? Ach, geil. Wo ist der Gast jetzt? Wahrscheinlich despawned. In den 8 Parts bist du 56 Mal gestorben. Woher willst du das wissen? Na, ist ja ganz klar. Ich habe alle 8 Parts runtergeladen und habe alle Tode ausgeschnitten. Und da jeder Tod quasi ein 10 Sekunden langes Element ist und ich hier 56 Elemente habe, bedeutet... Warum machst du sowas? Tode. Ich mache eine Todescompilation. Kommt dann auf YouTube. Ich wollte dir die Überraschung nicht verderben. Jetzt habe ich es getan. Um dich aufzuheitern, weil du gerade so schlecht gelaunt warst. Um mich aufzu... Und da du jetzt erst was Kapitel 6 zur Hölle hast du für Systeme, Leute aufzuheitern? Denke ich mal, dass du locker auf 100 Tode kommen wirst. Ist das nicht toll? High Score! Schade, dass es dafür kein Achievement gab. Warte mal, da habe ich wen schreien. Okay. Es ist zwar nicht gut, aber ich hau meine Resistance hoch. Ich muss diese Scheiß wie ich sehen. Wo ist der?
Ich höre ihn, ich sehe ihn nur nicht. Viel Glück. In der Richtung? Jetzt, wo du aufgeheitert bist, kannst du frohen Mutes weiterjagen gehen. Aufge... Also, ich bin geradezu glücklich gerade. Ich muss lachen. Wenn ich nur daran denke. Und jedes Mal aufs Neue. Schreit Adams. Entdeckung! Und dann steht schon dort, du bist tot. What? Ein paar davon sind echt klasse. Ich muss eine Top 5 machen. Mach doch gleich eine Top over 9000. Wo zur ja, Hölle ist der? Du wirst auch nicht sterben. Ach ja. Sag mal, ist der Part eigentlich immer noch nicht vorbei? Ich hab das Gefühl, wir hängen jetzt schon eine halbe Stunde herum. Wir sind bei 21 Minuten, also das ist keine halbe Stunde. Naja, aber es ist ein Part. Zumindest kann man sich mit diesem Drill echt schnell vorangraben. Such dir eine sichere Stelle, dass du nicht umkommst, während du den Part wechselst. Ich will jetzt erstmal, ich habe jetzt erstmal gemeint, weil ich den Gast suche, den ich die ganze Zeit höre. Und der effektiv in keiner Richtung ist, in die ich mich grabe. Du kannst ja mal gucken, welche Mühle sich am meisten lohnen würde, weil wir brauchen auf jeden Fall eine. Oder wir bauen eins für diese speziellen Solarpanels. Ja, die heißen Mill, die Dinger. Eine Duffo-Mill aus Britannia. Hä? Okay, die kenne ich nicht. Ja, aber die brauchen wir nicht. Extra Utilities. Windmill, Extra Utils 2. Watermill, Manual Mill. Lava Mill, Fire Mill, Dragon Egg Mill. Aha. Ist ja krass. Ejection. Da haut man dann Dracheneier rein? Verarsch mich. Creative Mill. Warte mal. Für Creative Only Items. Warte, Inventar da nicht für Dracheneier. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt ein Dragon Egg da drauf lege? Ich nehme mal an, dass man damit mit einem Dragon Egg unendlich Energie bekommt. Oder zumindest so viel, wie da eben rauskommt, aber davon dann eben unendlich. So quasi nach dem Motto, oh, du hast durchgespielt, du hast den Drachen besiegt. Hier, benutze dieses Drachenei für sehr viel Strom. Auf ewig. Oder? Wäre toll. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich habe das Drachenei jetzt da drauf gelegt. Macht nichts. Ich bin hier so schnell. Ich bin noch nicht einmal im Ender und du hast den Drachen schon besiegt. Oder warte mal. No power use gener... Warte mal, das ist... Alles klar, du legst einen Drachenleiter drauf und der produziert Strom. Ah, ja, dachte ich mir. Drachenei hat einfach so viel Energie. Es wird hoffentlich nie verschwinden. Man hat ja im Regelfall nur eins. Das ist aber doof. Eine Belohnung. Das ist aber doof, weil wir zwei Spieler sind. Wieso? Wen interessiert's? Ja. Weil es dann nicht beide haben können? Wen interessiert's? Hä? Wir brauchen es aber so, beide. Also, willst du jetzt ein Windmill bauen oder ein anderes Mill? Ich weiß nicht, was findest du denn am... Was wäre denn am besten? Was meinst du? Da steht ja eine Beschreibung dabei. Ich glaube sogar, wenn man die Rezeptseite... Mill hat 1 GP. Oder? Oh, lol. Mill hat 2 GP. Fire Mill hat ebenfalls 2. Dragon Egg hätte 1. Wenn du da drauf klickst, also dann kannst du... Am meisten hat das Water Mill, nämlich mit 4. Mehr geht tatsächlich nicht. Und Windmill kommt bei über 2 bis 2,5 raus. Wird gerade mehr, scheinbar. Boosted by Rain.
Oh, cool, das kann man Keine ein. Ahnung, aber auch. Aber am allerbesten ist scheinbar Warte, was echt ist das für Wasser. ein Müll? So, bleibt konstant bei maximal 4 GP. Hä? Warte mal, 1, Das muss halt fließen. 2, 3, 4, 5. Wind, Und je Water. höher, desto besser. Das hier sind Also müssen wir einen Mega-Wasserfall bauen Lava, dafür. Water, Warum also nicht? Eier. Hä? Es gibt eine Mühle oder eine Sache, die ich nicht verstehe, wenn ich das hier durchscroll. Sind 7 Stück. Was verstehst du nicht? Kannst, wenn du dir mal das Crafting-Rezept von beispielsweise der Lava-Mill anschaust, dann hast du neben dem Crafting-Table ein sogenanntes BL-Blocks. Und da klickst du dann auf auf das Block selber, damit du alle Blocks-Rezepte siehst und dann schaust du die dir mal durch. Oh. Sieht ja interessant aus. Das ist quasi, wie du es aufbauen Dann können musst. wir das sagen. Ja, siehst du doch! Lava und 4 Blöcke. Also ich sehe 4 Blöcke, die um einen Lava-Block drumherum sind. Ja, und was sind das für 4 Blöcke? Na, Lavamills. Na, ist doch sinnvoll. Zu einem Lavablock kriegt man gleich 8 GP. Wenn 4 so Dinger dran sind. Warte. Lava Mill gives an adjacent to. Das heißt auch, es werden nicht mehr Energie erzeugt, wenn mehr als eine Seite mit Lava in Berührung ist. Das finde ich jetzt gerade aber seltsam. Will mich jetzt ein bisschen wundern, aber gut, anscheinend. Und würde also so eine Art Schachbrettmuster bauen damit. Ich meine, es ist wahrscheinlich weniger aufwendig als Watermill zu bauen und einen riesen Wasserfall zu machen. So braucht man nicht so viel Platz bei Lavamill. Wieso braucht man einen Weil das quasi Wasserfall irgendwo in den dafür? Keller rein. Weil bei der Watermill draufsteht, je höher das Level, wo das fließende Wasser herkommt, desto mehr GP. Und ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, du sollst es einfach nur im Himmel bauen, sondern What? dass damit ein Wasserfall gemeint Also ist, sagen der wir dann so, fließen dafür, muss. da gibt es ja auch ein Blocksbild für die Watermill und das schaut jetzt nicht so special aus. Lass mich mal schauen. Nein, das kapiere ich nicht. Das ergibt keinen Sinn. What the fuck? Nicht so, wie ich es mir vorstelle. Lese nur, was da steht. Der Gast ist in der Richtung, okay. Aber ich würde sagen, erst im nächsten Part geht's weiter. Bewerten nicht vergessen, ciao. Tschüss.